Was habt ihr mir angetan hier? 300 Cassettes werden in diesem Video geöffnet. Was dabei rauskommt, seht ihr nach dem Intro. Let's go. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Nämlich haben wir heute Wahnsinns-Packs da. Und ich möchte nicht lange um den heißen Brei rumnehmen. Wir öffnen sie direkt. Wir haben viele 300 K-Sets, paar 50 K-Sets, paar Prime Gold Spieler Sets in klein und in groß. Und ich werde nicht nur die 100 K-Sets am Ende aufmachen, dass man das Video vorspulen kann, sondern ich werde auch mal alle 5 Packs zwischendurch mal ein 100 K-Set aufmachen. So, reden wir nicht mehr darum. Starten wir direkt rein mit dem Prime Gold Spieler Set klein. Wir hoffen natürlich auf möglichst viele Walkouts. Das wäre so der Optimalfall. Wir gehen mal rein mit dem ersten Pack und es wird kein Walkout. Und dann würde ich sagen, skippen wir das Ganze mal direkt. Linker Flügel war das. Ich glaube, es gibt nicht so viele wertvolle linke Flügel. Ja, paje. Auf diesem Pack habe ich jetzt eh nicht viel erwartet. Deswegen gehen wir mit diesen Packs mal ganz schnell durch. Ich will das Video auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. So, schauen wir mal das nächste Pack. Das wird, glaube ich, ich habe es jetzt nicht hingeschaut, ob das ein Walkout wird. Es ist Spanien, Torwart. Okay, den skippen wir auch direkt. Machen wir jetzt mal ein etwas anderes, viel anderes Pack. Auch viele der Packs sind tauschbar, manche auch untauschbar. Das heißt, starten wir mal rein jetzt mit einem 100 K-Set direkt, würde ich sagen. Lass uns nicht lange zögern. Wir gehen direkt rein und es wird kein Walkout. Oh, das ist eine bittere Enttäuschung. Es wird aber eine Once to Watch. Ach du Scheiße. 75er aus einem 100k-Pack. Das ist eine Frechheit. Das ist eine richtige Frechheit. Ich bin sprachlos. Der beste Spieler, ein 82er aus einem 100k-Set. Ihr seht hier Wilsch. Was ist das? Ein Goldinform. Wow. Kann er sich in den Arsch stecken. Wahnsinn. Was ein Pack. Das ist. Boah. Ich schwör's euch, Leute. Das ist eine Frechheit. Gibt es nicht oft. Gehen wir rein mit dem nächsten Pack. Was haben wir noch? Da Prime gemischte Spieler Set. Die gehen immer. Da habe ich letztes Jahr, glaube ich, mal Douglas die Ikone gezogen. Wir gehen rein und es wird natürlich wieder kein Walkout. Deswegen skippen wir das Ganze jetzt direkt. Belgien. Wer kann es schon mit Belgien werden? Mir fällt jetzt kein Spiel ein, der jetzt was wert sein könnte. Ja, Vertongen. Den können wir auch direkt abschieben. Aber dann, nee, den lege ich mal hoch auf die Transferliste. So, kommen wir zum nächsten Pack. Premium Goldspieler Pack. Ich glaube, eins ist tauschbar, das andere untauschbar. Wir schauen einfach mal, wir gehen rein und es wird kein Walkout natürlich. Hätte mich auch gewundert, wenn es einer werden würde. Argentinien, Stürmer, Miami, Higuain. Nichts wert. Also der war eh die letzten Jahre fast gar nichts wert. Deswegen, ja, Sergio Roberto. So. Okay, das war das Tauschbare leider. Dann machen wir das Prime Electrum Spieler Set auf. Also ich hoffe mal, dass jetzt bessere Karten rauskommen wie bei den ersten Packs. Und das wird kein Walkout, den skippe ich direkt. Weil auch diese Tafelspieler ohne Walkout habe ich keine Lust. Ehrlich gesagt. So, wieder mal nur Schrott wie erwartet. Das nächste Tauschbare Pack. Einfach nichts wert. Dann gehen wir rein mit einem selten gemischten Spieler Set klein. Das haben wir auch noch. Mal schauen, was daraus wird. Kein Walkout, Skip. So kommen wir zügiger voran. Oh, also ein bisschen enttäuscht bin ich schon bis jetzt, muss ich ehrlich sagen. Machen wir mal ein seltenes Elektrum-Spieler-Set auf. Da könnte echt was Gutes dabei rauskommen. Wir gehen rein. Natürlich kein Walkout. Egal, mindestens zwei Walkouts sind noch drin mit diesen 200k-Sets. Ihr seht, ja, Tomori ist der was wert. 2K, ich glaube, der war am Anfang ein bisschen was wert, aber ich nehme mal jeden Spieler mit, für die ganzen SBCs kann man die immer gebrauchen. Machen wir das nächste 25K-Set auf. Und wir gehen nicht durch, wieder mal kein Walkout. Oh, das tut natürlich so weh. Lo Celso. Ich glaube nicht, dass der was wert ist. Ja, nichts wert. Dann gehen wir ins nächste Pack rein. Das Vorbesteller-Pack jetzt auch. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich habe jetzt nicht so hohe Erwartungen. Natürlich kein Walkout.
Ja, Bonucci ist okay, ist der was wert. 8000. Nehmen wir mal mit. Aber jetzt nichts Weltbewegendes. Machen wir jetzt mal das nächste 100k Set auf, um ein bisschen die Spannung wieder aufrechtzuerhalten. Wir gehen rein. Es ist ein 100k Set und es ist kein Walkout wieder mal. Uff. Spanien, Torwart, nein. Herrera, glaube ich jetzt, oder Saul, ist scheißegal auf jeden Fall. Nur Schrott gezogen oder Saul. Ah. Boah. Und so viele Spieler muss ich jetzt alle abstoßen. Tut natürlich weh. Aber egal. Machen wir das seltene Elektrum-Spieler-Set auf. Mal schauen, was dabei rauskommt. Und wir gehen rein und es wird immer noch kein Walkout. Belgien, im Verteidiger, dann juckt es mich auch nicht mehr. Wieder Vertonghen, also ich glaube, den haben wir jetzt 10-mal schon gezogen, gefühlt dieses Jahr. Machen wir mal ein 50k Set auf, das seltene Spielerpack, darauf bin ich gespannt, was hierbei rauskommt. Und wir gehen rein, natürlich mal kein Walkout, wer hätte es gedacht. Belgien, Torwart, Castells. Oder war das Castells? Ja, der juckt halt keinen. Richarlison, 14k Mann. War halt am Anfang was wert, jetzt nicht mehr. Speck war eh untauschbar. So, machen wir weiter. Mit den letzten drei Sets, also erstmal das Prime Electrum Spieler Set, dann das seltene Mega Pack und dann das 100k Set. So, das wird kein Walkout, das wird ein Skip-Spieler. Was sehr schade ist. Callejon, ja. Schade, schade. So, jetzt das seltene Mega Pack, das ist glaube ich 55k. Da habe ich irgendwie die meisten Erwartungen draus, ich weiß nicht wieso. Aber kein Walkout. Erwarten haben wir einen Inform. Der könnte es sein. Sigurdsson. Ah. Wobei die Informs kann man mitnehmen halt für eine Team of the Week SBC, aber sind jetzt nichts Weltbewegendes. Cancelo. Ist der tauschbar? Ah, das Track war eh nicht tauschbar. Nehme ich es mit. Ja, den stoßen wir ab. Und jetzt zum letzten 100k Set. So, machen wir das jetzt auf. Ich bin gespannt, ist jetzt kein Walkout, also hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte, das wird mein größtes Pack-Opening. Und es wird ein Walkout! Spanien, Torwart, der Herr. Ich glaub's nicht, Mann. Ich glaube es nicht, der Herr, Mann. Der ist nichts wert. Wobei die Nähe untauschbar war. Den kann ich ja nicht mal einbauen in mein Team. Weil er so Schrott ist. David Luiz, Milner, nur Scheiße gezogen. Ja, wenn haben wir noch doppelt hier, kann man alle wegwerfen. So, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich bringe die Tage wieder in Trading-Tipp-Videos. Danke für eure Aufmerksamkeit.